Ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Studio. Alfred Maidon. Hallo. Wir schauen gleich mal auf Trinasolar. Da kamen heute nämlich Zahlen. Die Aktie 4% im Plus. Ich schätze, die waren nicht so schlecht. Ja, die waren sehr gut. Das hat ja schon am Dienstag Trinasolar Zahlen gebracht. Jetzt kam dann heute Trinasolar. Ähnlich gut, muss man sagen. Der Umsatz deutlich über den Erwartungen. Und der Gewinn noch deutlicher über den Erwartungen. Der Ausblick war okay. Man kommt gut voran mit dem eigenen Solarparkgeschäft. Also alles bestens. Und das sorgt auch dafür, dass die Aktie jetzt freundlich ist. An der Wall Street ist sie ja auch vorbürstlich im Plus. Wie das dann noch weitergeht, muss man sehen. Trinasolar hat dann die Aktie nach den Zahlen auch nicht so viel gemacht. Muss man mal schauen, damit das bei Trinasolar wird. Aber das Unternehmen ist schon sehr wichtig. Immerhin ist Trinasolar der größte Solarkonzern der Welt, zumindest der größte Modulproduzent der Welt. Und das kann schon Signalwirkung haben. Man sieht es ja auch, die Aktie im Vorfeld schon recht freundlich. Und jetzt mit diesen Zahlen gab es nochmal einen Schwung obendrauf. Und ich glaube, das könnte sich durchaus fortsetzen. Jetzt sind wir wieder auf dem Niveau des Jahresbeginns hier, Anfang 2016, natürlich im Zuge dessen und auch der Unsicherheit des Gesamtmarkts erstmal abgestraft worden. Jetzt wieder auf dem Niveau. Geht es jetzt weiter aufwärts oder ist jetzt erstmal wieder Schluss nach dieser steilen Anstiegszeit? Ja, also man muss ja sehen, dass dieser Absturz in meinen Augen völlig ungerechtfertigt war. Das hing natürlich zusammen mit dem Gesamtmarkt, aber auch mit dem Ölpreis. Aber der Ölpreis hat mit Solarenergie nun recht wenig zu tun. Und daher ist dieses Niveau eigentlich, sagen wir, ein normales Niveau. Und von da aus hat die Aktie durchaus noch Potenzial nach oben, auch von der Bewertung her. Das KGV liegt bei 7, wird wahrscheinlich jetzt sogar noch absinken, weil wahrscheinlich die Gewinnerwartungen für das laufende, das kommende Jahr angehoben werden. Und es wird wahrscheinlich auch die eine oder andere Kaufempfehlung geben. Also es sieht gut aus, dass ich das fortsetzen kann. Also gute Aussichten bei Trinasolar. Schauen wir gleich die nächste Aktie an. Das ist, da sind wir, Trinasolar. Da haben wir auch darüber gesprochen. Die Zahlen kamen am Dienstag. Aktie ist auch positiv unterwegs, aber Sie haben schon gesagt, allzu viel. Sie haben sich mehr erhofft nach den Zahlen. Ja, das ist so ein bisschen zweischneidig. Also im Prinzip schon. Das Problem ist nur so ein bisschen zum einen, man sieht an der 200-Tage-Linie direkt dran und die geht eben nicht so schnell zu durchbrechen. Das zweite ist, dass natürlich die Aktie im Vorfeld schon ordentlich gestiegen ist. Das waren über 40% innerhalb von 3 Wochen. Und dann ist es natürlich schwer, direkt anzusetzen und weiter zu steigen. Aber ich glaube, das wird die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen nachholen, wenn sie sich mal ein bisschen beruhigt hat, wenn mal ein bisschen diese überkaufte Situation raus ist. Denn die Zahlen werden noch nachwirken und auch bei Trinasolar rechne ich damit, dass auch Analysten jetzt kommen und der eine oder andere die Aktie zum Kauf empfiehlt. Und die Gewinnschätzungen müssen kräftig angehoben werden. Wir sehen auf jeden Fall eine sehr ähnliche Entwicklung in den letzten Wochen, sehr steil gelaufen, auch wie Trina. Wenn man sich entscheiden müsste zwischen den beiden, welche sollte man nehmen oder kann man die gar nicht vergleichen, die zwei? Naja, mittlerweile ist es so, dass Trinasolar wahrscheinlich in diesem Jahr Trinasolar überholen wird, was die Größe betrifft. Also beides sind so die größten Hersteller aus China. Und Trinasolar ist sicherlich ein bisschen spekulativer nach wie vor, aber ich glaube auch aussichtsreicher. Soweit also Trinco und Trinasolar, dann haben wir noch Solar Edge. Wir bleiben also in der Solarbranche und sehen auch da den Kampf in der 200-Tage-Linie gerade aktuell und auch da den Kampf in dem Zwischenhoch. Technisch also ein paar Widerstände gerade da im Blick. Wie geht es weiter für Solar Edge? Sind Sie da auch so positiv gestimmt? Ja, es gab jetzt gerade nochmal einen kräftigen Anstieg in den letzten beiden Tagen. Das lag daran, dass man jetzt auch in den japanischen Markt einsteigen will. Solar Edge ist so ein bisschen, kann man sagen, die Intel der Solarbranche. Man macht ja nicht nur Wechselrichter, sondern auch Power Optimizer, also dass man aus den Solarmodulen noch mehr herausholen kann, dass man Verschattung ausgleichen kann, also dass man die Module intelligenter macht. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte und das kommt auch wirklich gut an und verbreitet sich immer mehr, jetzt eben auch in Japan. Und die Bewertung ist günstig und vor allen Dingen jetzt entdecken auch langsam die Analysten Solar Edge und es gibt mehr und mehr Kaufempfehlungen. Also ich glaube, dass diese Seitwärtsrange, dass wir die dann bald auflösen und nach oben rausgehen und dann das Ziel sind erstmal die alten Höchststände von 38 Euro ungefähr. Das kann man doch durchaus noch sehen, wahrscheinlich sogar noch bis zum Sommer. Sind noch fast 50% oder knapp 50% noch Luft nach oben, also ordentlich Potenzial. Wie spekulativ ist die Aktie? Ja, es ist wie alle Solaraktien, die sind nun mal spekulativ, die schwanken stark. Solar Edge gehört da sicherlich ganz klar mit dazu. Sie haben hier Schwankungen von 5, teilweise 10% am Tag, damit muss man leben. Aber ich glaube, das ist eine Aktie, die kann man auch mal längerfristig halten. Ich glaube, hier gibt es noch einen schönen, nachhaltigen Aufwärtstrend, eben mit großen Schwankungen. Also werden wir auch weiter beobachten natürlich. Dann schauen wir auf BYD, Hersteller von Elektroautos. Haben wir auch schon häufiger besprochen. Auch da sieht es sehr steil auf, die Aufwärtsbewegung zurzeit. Gibt es da neue Nachrichten? Ja, es gab Nachrichten im Prinzip nicht. Es gab die Geschäftszahlen, die waren wie erwartet. Der Gewinn wurde um über 500% gesteigert. Das war jetzt nicht die entscheidende Nachricht. Entscheidend ist eigentlich, dass die Aktie charttechnisch sich verbessert hat. Das ist jetzt der Chart in Euro, der ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend. Entscheidend ist der Chart von der Heimatbörse in Hongkong-Dollar. Und da haben wir eine wichtige Marke genommen, die 40 Hongkong-Dollar. Und damit ist der Weg jetzt frei wieder in Richtung zumindest der Hochs aus dem letzten Herbst. Das waren dann in Euro ungefähr 6. Und da kann es jetzt relativ schnell hinlaufen, zumal wir jetzt auch die Trendlinie durchbrochen haben. In Hongkong-Dollar sind wir gerade erst dran, also das wird sich jetzt zeigen, ob das gelingt. Aber BYD ist von der Bewertung her
günstig, vor allen Dingen im Vergleich auch zu Tesla, und ist der größte Elektroautoverkäufer der Welt. Eigene Batterieproduktion, also das ist eine schöne Geschichte, und auch hier kann man durchaus mal länger drin bleiben. Wie erklären Sie sich diesen Bewertungsabschlag eigentlich zu Tesla, wenn man sagt, größter Elektroautoverkäufer der Welt, Tesla ist aber viel höher bewertet? Ja, weil Tesla, also zumindest wird das Wachstum stärker erwartet, und dann kommt natürlich dazu, dass chinesische Aktien immer einen Bewertungsabschlag haben. Das ist grundsätzlich so, weil man da immer so ein bisschen Skepsis, Zurückhaltung, um es vorsichtig auszudrücken, gegenüber diesen Unternehmen hat. Ob das gerechtfertigt ist, das wäre meine nächste Frage gewesen. Müssen andere entscheiden. Okay, werden wir hier nicht mehr aufklären können. Dann schauen wir auf Evonik, da geht es heute kräftig abwärts. Man hatte die Zahlen vorgestellt, die waren okay, aber der Ausblick hat die Anleger doch sehr enttäuscht. Sehen wir Sie auch enttäuscht von dem Ausblick? Ja, ich bin jetzt nicht so der absolute Evonik-Analyst, aber ich habe mir das natürlich angeschaut, und das war schon enttäuschend. Evonik ist dafür bekannt, dass man sehr vorsichtig ist mit den Prognosen, aber das war jetzt doch ein bisschen zu vorsichtig, und das erklärt auch diesen starken Absturz. Im Vorfeld ist die Aktie ja schon unter Druck gekommen. Evonik leidet natürlich auch unter den schwachen Ölpreisen. Das drückt auch auf die Verkaufspreise im Kunststoffgeschäft. Und ja, das sieht alles nicht so schön aus. Und wir sind jetzt an der Marke. 24 war so das Allzeittief, was wir mal gesehen haben. Das war im Jahr 2014. Und ich glaube, wenn es da nochmal durchgeht, dann sieht es richtig schwarz aus. Also Evonik ist sicherlich keine Aktie, die man haben muss. Aber komischerweise, oder ich habe mich ja schon mal gewöhnt, ist es eine der meistgekauften Aktien heute bei deutschen Privatanlegern. Deutsche Anleger kaufen gerne stark gefallene Aktien ein. Aber meistens funktioniert das nicht. Denn dass sich diese Aktie schnell wiederholt, ist ja unwahrscheinlich. Hier wird es wahrscheinlich eine ganze Zeit lang dauern, bis ein Boden gebildet worden ist. Also ein Beispiel, nicht ins feine Messer greifen in dem Fall, sondern lieber warten, bis man sich wieder stabilisiert hat. Das ist eine der Börsenmahlzeiten, die wirklich absolut Sinn machen. Also lieber Aktien kaufen, die steigen, als Aktien, die fallen, auch wenn das natürlich psychologisch immer so schön ist. Und, aber Sonderangebote haben meist einen Haken an der Börse. An der Börse auf jeden Fall. Dann schauen wir auf Vonovia. Da haben die Zahlen doch überzeugt, vielleicht übertrieben, aber sie kommen ganz okay an, nachdem die Übernahme ja gescheitert ist der deutschen Wohnen. Schaut man jetzt auf das eigene Geschäft, auf die Zahlen. Die kommen, wie gesagt, ganz okay an bei den Anlegern. Erwarten Sie noch viel Spielraum für die Aktie von Vonovia? War es ja eher eine Seitwärtsbewegung? Ja, das ist natürlich jetzt keine Aktie, die besonders stark schwankt. Ein ganz solides Geschäft, Immobiliengeschäft, eben sehr ruhig. Das Wachstum auch begrenzt. Ist eigentlich ganz gut, dass die Übernahme nicht geklappt hat. So kann man sich wieder fokussieren. Man ist ja in den letzten Jahren stark mit Übernahmen gewachsen. Jetzt will man erstmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und man will es auch ohne Deutsche Wohnen schaffen. Und ich glaube, das kann auch gelingen. Natürlich ist Vonovia auch ein Profiteur unserer aktuellen Flüchtlingsproblematik, weil natürlich mehr Wohnraum gebraucht wird. Und daher könnte natürlich ein bisschen Aufwind kommen im laufenden und in den nächsten Jahren. Also eine ganz solide Aktie, Dividendenrendite von gut 3%. Also sicherlich keine Aktien, von denen man Wunderdinger erwarten darf, aber eben solide. Vor allen Dingen in diesem Jahr eine der ganz wenigen Werte, die im DAX im Plus sind. Allgemeine Immobilienwerte, ist das was, was man sich jetzt als Anleger noch mal genauer anschauen muss? Da gibt es ja sehr viel im deutschsprachigen Raum. Ist Vonovia auch die beste Immobilienaktie? Ja, ist zumindest die größte. Ob sie die beste ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ist es ein DAX-Wert, der größte Immobilienkonzern Deutschlands? Und ich glaube, die Nummer 1, da kann man nicht so viel falsch machen. Also Vonovia auch ein Blick wert weiterhin. VW, ja, ist auch die Nummer 1 der Autobauer, größter Autobauer. Ja, wir haben zusammen mit Toyota. Genau, also in Deutschland meine ich auf jeden Fall, genau. Auch weltweit, sicherlich weltweit will man Marktführer werden, haben wir auch schon oft gehört. Was bringt eine Marktführerschaft? Auch GM ist schon mal pleite geworden als ehemaliger Marktführer. Deswegen ist natürlich ein kurzfristiger Erfolg. Wir sehen die Trading Range zwischen 90 und 140 Euro. Da geht es auf und ab. Langfristig gesehen, kann man da jetzt langsam mal ein bisschen konkreter werden, wie die Aussichten sind? Oder ist es immer noch ein großes Fragezeichen? Kann man überhaupt nicht, weil es immer noch nicht klar ist, was da an Kosten kommt. Jetzt gibt es ja die Diskussion, wann hat VW von dem Skandal gewusst? Wann hat man gewusst, dass man betrügt? Hätte man es veröffentlichen müssen? Welcher Schaden ist den Aktionären entstanden? Ist dieser Schaden einklagbar? Also Fragen über Fragen, die noch nicht geklärt sind. Wer traden will, kann das mit Volkswagen machen, aber als langfristiges Investment, ich glaube, ich weiß, es gibt andere Meinungen, aber ich bin immer noch sehr skeptisch, und ich würde erstmal abwarten, bis der Rauch verzogen ist, und das wird noch lange dauern, wahrscheinlich das ganze Jahr über noch. Und das wären mir zu viele Fragezeichen, da würde ich doch lieber auf andere Autobauer ausweichen. Es gibt doch noch zwei andere in Deutschland, die auch nicht schlecht sind. Jetzt hat gestern VW mitgeteilt, dass Martin Winterkorn seit 2014 Bescheid wusste über diesen Abgasskandal. Was sagt das über Winterkorn und VW aus, so eine Meldung? Hat Winterkorn das nicht im Griff gehabt? Hätte er es nicht? Gut, das hätte mich überrascht, wenn er nicht Bescheid gewusst hätte. Also damit hätte man rechnen müssen. Die Frage ist, ob man das hätte dann schon melden müssen. Wenn man betrügt, meldet man das ja nicht. Also das müssen Gerichte klären, Anwälte klären, was da letztendlich gesagt hätte werden müssen und was nicht. Auch der neue Vorstandschef stellt sich nicht gerade sehr clever an. Mit seiner USA-Reise hat er sich so einiges vermasselt. Und also irgendwie ist dieser Aufwachprozess noch nicht so richtig im Gange, den man sich eigentlich gewünscht hätte bei Volkswagen.
hätte man sich dann doch eher externe Aufarbeiter wohl gewünscht. K+S steht, so heißt es, vor einem Abstieg aus dem DAX. ProSiebenSat.1 schart schon mit den Hufen und will den Platz ergattern im DAX. Trotzdem, also gut, es ist natürlich schon sehr viel Negatives eingepreist bei K+S, vielleicht auch übertrieben. Das Tief bei 17,62, jetzt mittlerweile schon fast über 21 Euro. Sind es noch Kaufkurse für K+S? Also ich halte von K+S nicht so viel. Es ist letztendlich ein Rohstoffwert. Man ist abhängig vom Kalipreis vor allem und der ist nach wie vor sehr tief. Allerdings hat natürlich jetzt dieser drohende DAX-Rauswurf, der wahrscheinlich heute Abend beschlossene Sache sein wird. Also ProSieben ist ja der Aufstiegskandidat, K+S wird rausfliegen. Der hat natürlich nochmal auf den Kurs gedrückt und daher jetzt auch diese Erholung, weil vielleicht einige sich überlegen, vielleicht haben wir da doch ein bisschen zu viel abverkauft. Vielleicht jetzt durchaus möglich, dass die Aktie noch weiter steigt, auch nach dem DAX-Rauswurf, so quasi als Erholungsrallye. Traden kann man mit der Aktie, aber als Langfristinvestment gibt es, glaube ich, bessere Werte. Und K+S ist eben zu stark abhängig von den Kalipreisen und hier ist wirklich keine nachhaltige Erholung in Sicht. Keine Erholung in Sicht bei K+S. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Dankeschön, Alfred Meidon, ja, für die Einschätzungen, für den Besuch im Studio, liebe Zuschauer. Soweit Meidons Meinung für heute. Bis zum nächsten Mal.